damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück und ja, mal gucken, für ihn. Ich habe jetzt heute gerade mal wieder mit Vodafone gesprochen und Technikertermin vereinbart und wenn wir Glück haben, ist genau heute der Tag, an dem ich dann wieder Internet bekomme, also für euch jetzt, wegen dem Datum der Aufnahme. Mal gucken, vielleicht auch nicht, das weiß keiner so genau. Ach, es ist nachher genug, okay, wir können also weitermachen. Yay. So, das heißt, genau, räuspern. Ich brauche erstmal nochmal Treppenstufen. Hm. Irgendwie so gerade so ein bisschen so ein Frosch im Hals. So, das müsste eigentlich reichen, denke ich. Ach, Mann. So. Dillim-bum-bum. Na, ah, verdammt, nein, so nicht. Genau, dann muss erstmal das hier. Und dann das. Und das, genau. Hm. Hier weiß ich noch nicht so ganz genau, welchen Stein wir da nehmen. Oder was wir dafür mehr hinsetzen. Genau, wunderbar, sehr schön. Okay. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie könnten wir das am schrecklichsten machen. Ja, natürlich nicht am schrecklichsten, sondern einfach am besten natürlich. Also am besten wäre es eigentlich zu sagen, da der Stein schon da drunter ist, machen wir das einfach so. Ja. Also ich denke auch, dass es am idealsten ist. Wobei ich hier eigentlich gerne... Warte. Genau, das machen wir da so. Ja, ich habe da schon eine Idee. Genau, habe ich noch Fensterscheiben? Wunderbar. Sehr schön. Und das war Fichte, ne? Ein bisschen Fichte haben wir ja noch. Da muss halt immer aufpassen, ne? Ja. So. Ja, vielleicht mache ich hier so einen kleinen Außenbereich, mal gucken. Oder so ein Podest oder irgendwas. So, setzen wir erstmal hier bei Fackeln hin. Für den Fall des Falles sollte es halt hell genug sein, ne? Das wäre schon nicht verkehrt. Genau. Wir sehen ja, die Sonne geht langsam da hinten unter und es wird düsterer und ja, wir müssen halt aufpassen. Okay. So, das heißt, also ich würde nämlich persönlich hier oben gerne auch wieder Kisten packen. Allerdings, ja, weiß ich nicht, ob ich das doppelt oder dreifach haben muss. Nicht ganz so extrem wie da unten, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde dann einfach nur das praktisch hier drin versenken wollen. Und dann hier vielleicht so einen Zaun davor setzen, so als Deko-Element irgendwie. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber wir sollten erstmal schlafen gehen. Ich glaube, das ist besser. Und nämlich gerade duster. Ah, noch nicht duster genug. Also so sieht es zum Beispiel gerade wunderschön aus mit dieser Lichtreflexion da, ne? Ja. Wenn man so guckt, ist eher so, naja, okay, auch in Ordnung. Okay, wir sehen keinen rumtingeln, das ist schon mal super. Ach, das geht schon. Krass, aber ist noch gar nicht so duster, ne? Naja, nehmen wir das einfach mit. So, jetzt bin ich natürlich am Überlegen, wie wir das am besten machen. So richtig zufrieden bin ich mit der Idee noch nicht, muss ich ehrlich zugeben, ne? Hm. Wobei das schon was hätte. Naja, müssen wir mal schauen. Also, wir holen erstmal nochmal Holz, würde ich sagen. Wobei wir da
eigentlich auch erstmal noch so einen von diesen Bäumen. Fällen können. Wenn dann noch einer da wäre. Ah, siehste. Ja, es wird bald hier etwas kahler werden, definitiv. Und dann können wir auch neue Sachen anpflanzen, so ist es ja nicht, ne? Wunderbar, das lässt sich jetzt besser machen. Okay. Lauter als gedacht. Hoffentlich kommt nichts. Also ich habe immer wieder Panik, dass hier irgendwas auftaucht, ne? Also gerade nach dem letzten Mal ist man da ja schon so ein bisschen gebranntes Kind, ehrlich gesagt. Schön. Okay, gut, das heißt nämlich, dann ist das hier auch bald weg da unten. Dann haben wir ganz viel Platz. Dann stellen wir wieder hier raus. Oh, es fängt doch alles an, sich wunderbärchenhaft aufzulösen. Das heißt, hier ist alles bald schön hell. Und gut einsehbar, also so wie da hinten, ne? Es wird langsam besser. Okay, ja, wir haben ja vielleicht schon einen oder anderen Setzling bekommen, ne, auch nicht. Ein Stock. Ah, ist auch nicht verkehrt. Guck mal hier, da sind Setzlinge. Genau, aber die brauchen wir. Falls wir jemals wieder neue Dschungelbäume pflanzen wollen. So, jetzt gehen wir erstmal ins Licht. Da kann uns nämlich niemand was. Genau. Also außer Creepy McCreep, aber der ist ja nicht hier. So, Tropenbaumsetzling, Eichenbaumsetzling. Ist interessant, was man das mal hat, ne? Aber wir haben nur Tropenbaumholz bekommen. Genau, aber dann machen wir erstmal ein paar Truhen und Dinge. Genau, machen wir Dinge. Vorsichtig. Ja, so. Also, warte mal, wir können auch hier irgendwo sicher Truhe aussehen. Nein, das möchte ich nicht. Das finde ich kacke. Ja, es ist doof, dass man nicht das Holz auswählen kann. Perfekt. Ja, ich denke, das reicht dann auch schon fast an, an Holz. Also an Truhen meine ich. An Holz nicht, definitiv nicht. Wir brauchen noch 100 pro noch ein bisschen mehr Fichte. Aber das würde schon mal reichen. Ja, ich denke, wir könnten. Ja, ich bin gerade überlegen, wie wir es machen. Ich glaube, ich würde gerne. Ja, wie machen wir das am ungünstigsten? So. Dann könnte man ja hier mitarbeiten. Und zieht dann die Wand hier hoch. Ich zeige das jetzt mal. Und noch dann hier in der Mitte Glas, immerhin. Jetzt habe ich leider keinen Stein mehr davon da. Ich weiß nicht, war hier nicht noch welcher drin? Ich glaube ja, ne? Genau, Diorit, da ist welcher. Yay! Super gut, ey. Achso, hier ist gar keine solche Maschine drin. Stimmt, ist da vorne drin. Naja, aber das machen wir beim nächsten Mal, dann würde ich sagen.